Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind wieder zurück aus der Magie, muss ich leider sagen. Oder finden Sie Instant Payments magisch? Ich hoffe ja. Wir haben eine Panel-Diskussion jetzt vor uns, Instant Payments, erste Erfahrungen. Und ich darf vier Pioniere des Instant Payments hier auf der Bühne begrüßen. Frau Lauer, Herrn Wackett, Herrn Littlejohn und Herrn Weiß. Ah, da ist Herr Weiß auch. Ich habe sie alle Pioniere genannt des Instant Payments. Da muss ich vielleicht die ein oder andere Erläuterung noch nachschieben. Frau Lauer, ja, ich fange mit Lady is First an. Sie ist bei der Bank, die als erste Instant Payments angeboten hat, bei der UniCredit, und ist da in der Abteilung Payment Products für den Bereich Global Transaction Banking zuständig. Hallo, Frau Lauer. Der nächste Pionier, Hayes Littlejohn mit Eber Clearing, hat als erster ein Abwicklungssystem auf die Beine gestellt, pünktlich zum Start von Instant Payments, nämlich im November 2017, RT1. Herzlich willkommen. Okay. Dann geht es weiter mit Axel Weiß, Pionier in der Richtung, habe ich gedacht, weil er ist in der Sparkassenfinanzgruppe beim DSGV und da ist ja Quid entstanden, jetzt in Verbindung mit den Genossenschaftsbanken, und das ist eigentlich eines der Produkte, die auf Instant Payments schon jetzt setzen. In dem Sinne möchte ich ihn begrüßen. Und last but not least, Helmut Wackett, ja. Er ist Head of Division Market Innovation and Integration bei der EZB. Und die EZB oder das Eurosystem haben vielleicht Instant Payments 2014 so zum ersten Mal auf die Tagesordnung gebracht beim ERPB. Und in dem Sinne auch Pionier. Ja, fangen wir mit der Runde zu den ersten Erfahrungen an. Ich frage gleich Herrn Wackett, wie zufrieden sind Sie bisher mit der Umsetzung von Instant Payments durch unsere Kreditwirtschaft hier in Europa? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und in der Tat, also Instant Payment, denke ich mal, ist ein zentrales Thema. Wir haben gute Fortschritte gemacht. Also Sie haben schon angesprochen, wir haben ein Rahmenwerk geschaffen. Wir haben auch die Infrastruktur dafür geschaffen. Jetzt geht es darum, das am Markt durch die Banken umzusetzen. Da sehen wir große Unterschiede in Europa. In verschiedenen Ländern sind wir gut unterwegs. Andere Länder ist die Annahme noch zögerlich. Die Banken haben das SET-In-Scheme, was ja freiwillig ist, optional, unterschrieben. Und wir sehen heute nach gut anderthalb Jahren oder rund anderthalb Jahren, dass etwa die Hälfte der Banken sich also das Scheme unterschrieben haben. Ich denke mal, die Herausforderung da ist, dass man halt eben auch nicht nur als Scheme-Teilnehmer sich qualifiziert oder unterschrieben hat und gegebenenfalls erreichbar ist, sondern dass halt auch aktiv Lösungen angeboten werden und das bei den Kunden dann entsprechend nachhaltig und nachdrücklich dann auch vermarktet werden. Da, glaube ich, hapert es momentan noch ein bisschen. Das Marketing ist vielleicht suboptimal. Viele, denke ich mal, Verbraucher sind sich über die Fortschritte oder die Vorteile, die Instant Payments bietet, nicht bewusst. Und auch aktive Lösungen der Banken, glaube ich, sind also noch nicht überall weit verbreitet. Das ist sicherlich was verbesserungsbedürftig ist, wo man dran arbeiten muss. In vielen Ländern gibt es Prozesse, die halt eben zeitlich jetzt so gestreckt sind, dass das jetzt ein bisschen später kommt. Die Rede war heute schon von Niederlande, die also demnächst migrieren oder im Prozess dazu sind. Da bewegt sich der gesamte Markt, das ist natürlich gut, aber in einigen Ländern ist das noch relativ langsam. Insofern, da ist noch was zu tun.
Und ich sag mal, besonders wichtig ist auch, dass man also da gleich schon die europäische Ausrichtung hat. Das haben wir heute ja auch schon mal diskutiert. Das ist sicherlich was, wo man darauf achten muss und wo man noch abwarten muss, dass man tatsächlich mittelfristig in diese Richtung kommt. Dankeschön. Lassen Sie noch was übrig für die Hürden vielleicht, zu denen wir hinterkommen. Frau Lauer, wie war es bei Ihnen? Wie hat der Start mit Instant Payments geklappt? Was sind Ihre Erfahrungen jetzt nach anderthalb Jahren? Ja, Frau Dr. Winter, Sie hatten es ja erwähnt. Wir waren im November 2017, die UniCredit, die erste Bank in Deutschland, und auch in Italien waren wir dabei. Wir haben dann im November auch gleich die erste Cross-Border-Zahlung von München nach Italien gemacht, innerhalb von 2 Sekunden. Aber für unsere Kunden war es halt noch nicht sehr spannend, weil wenn man nur eine Bank in Deutschland hat, Inhouse-Zahlungen wären eigentlich immer schon same day gewesen, also da hat das nicht so viel Freude gemacht. Vielleicht gerade noch eine Hotelanzahlung in Italien oder in Spanien, aber zu mehr hat es halt noch nicht gelangt. Überrascht waren wir aber über die Anzahl der eingehenden Zahlungen. Wir dachten ja am Anfang auch, das wird alles ein paar P2P-Zahlungen beinhalten, also auf relativ kleiner Basis sein. Aber nein, eingehend haben unsere Kunden schon sehr viele Zahlungen erhalten. Es haben auch alle Kundensegmente schon eingehende Zahlungen bekommen und sogar auch für Spezialkunden haben wir eingehende Zahlungen erhalten. Also das war wirklich eine Überraschung für uns. Seit Juli letzten Jahres, dann mehr Banken in Deutschland dabei waren und jetzt mittlerweile auch eigentlich schon eine signifikante Anzahl erreichbar ist in Deutschland. Jetzt macht es mehr Spaß. Wir sehen jetzt wirklich auch, dass die Kunden verstärkt Instant Payments nutzen, verstärkt eben den Mehrwert auch sehen. Bei uns im Hause ist es so, der Kunde entscheidet wirklich auch, will er instant zahlen oder will er mit der normalen Überweisung zahlen. Und dieser Mehrwert für den Kunden, dass er wirklich sicher ist, die Zahlung ist beim Endbegünstigten angekommen, ist also durchaus ein Feature, was der Kunde will und auch aktiv dann nützt. Und auch bezahlt. Das kommt drauf an. Also wir haben sowohl Fälle, wo der Kunde was zahlt, als auch, dass okay. Es im Kontomodell inkludiert ist. Mhm. Also, aber was ich so höre, also ist es dem Kunden egal, weil wenn er den Mehrwert hat, zahlt er auch dafür. Also wir haben keine Beschwerden hinsichtlich der Bepreisung. Okay, gut zu hören. Ja, wie entwickelt sich das Ganze europäisch? Wie sind die Nutzerzahlen bei RT1, Herr Littledon? In Sachen RT1 entwickelt sich sehr positiv. Ist neben TIPS auch ein paneuropäisches System und waren von Anfang an dabei. Also mittlerweile verarbeiten wir etwa 1 Million Transaktionen pro Woche rund um die Uhr. Und Mitte Mai haben wir schon 25 Millionen Transaktionen verarbeitet. Die Tendenz ist rapid steigend. Entscheidend für den Erfolg von Instant Payments wird aber sein, dass die Erreichbarkeit in Europa erreicht wird und das zuverlässig. Deshalb freut es uns sehr, dass die Marktdurchdringung, die wir haben, bei SCT Inst bereits in manchen Ländern erreicht hat. Also neben Deutschland, Finnland, die baltischen Staaten, Österreich, Italien und Spanien sind zu nennen. RT1 erreicht derzeit insgesamt schon über 2300 Institute in 19 EU-Staaten. Und das ist etwa 60% aller Banken. Wir erwarten, dass diese Zahl in den nächsten Monaten, also bis 2020, um die 90% anwachsen wird. Also was Angebot anbelangt, also die Infrastrukturanbindung sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Aber bei den Instituten, also wie schon gesagt worden ist, sind eher kleine Schritte. Also, die Banken müssen sich anpassen und neue Prozesse einführen. Und deshalb braucht es ein bisschen mehr Zeit. Warum das so ist, dann
wird uns sicher Axel Weiß etwas mehr erzählen. Genau, dann leiten wir gleich über. Vielleicht erklären Sie auch noch mal was mit Quid. Was ist da, wo ist da Instant drin? Ja, kann ich gleich drauf kommen. Ich glaube, vielleicht mal ein paar grundsätzliche Zahlen von unserer Gruppe. Ich hatte eben gehört, 25 Millionen bei der EBA seit Start. Wir haben seit Start 14 Millionen Transaktionen verarbeitet, also einen erheblichen Teil offenbar. Wir haben am Tag ungefähr 80.000 Transaktionen jetzt, Ausgänge, ne, und insgesamt im Monat ungefähr 4 Millionen Transaktionen derzeit, Ein- und Ausgänge. Das ist schon mittlerweile, geht das schon in andere Dimensionen. Und in Bezug auf Quid haben wir uns natürlich sehr früh gedacht, Mensch, wo kann man das am besten einsetzen, so ein solches Verfahren? Und wir haben ja in der Gruppe sehr, sehr früh schon die Entscheidung, die strategisch gefällt, Instant Payment auch umzusetzen. Und interessant ist eigentlich, dass viele unserer Gremienmitglieder gesagt haben, naja, das ist so eine Art Muss, wir müssen das tun. Jetzt auf einmal kommt da eine Dynamik rein, wo unsere Arbeitskreise in der Sparkassenfinanzgruppe aufgefordert werden, Innovationen am laufenden Band zu entwickeln. Da war Quid ja nun eigentlich erst der Startpunkt. Interessant ist, wir sind ja mit Quid ohne Instant Payment gestartet, haben dann eben das mit den Genossenschaften zusammen in der Kooperation betrieben und haben dann erst, ich meine im Juli letzten Jahres, Quid dann auch wirklich auf Instant geschaltet. Und interessant war, dass der Kunde bis dato eigentlich schon den Eindruck hatte, das läuft ja fast schon Instant, ne? Es ist praktisch für den Kunden bei solchen Tools, bei solchen P2P-Verfahren eigentlich schon so, dass er davon ausgeht, dass die Gutschrift auf dem Empfängerkonto praktisch in der Sekunde der Auslösung erfolgt. Und das ist natürlich ein fantastisches Erlebnis, wenn man also genau diese Erfahrung macht, dass das Geld eben sofort zur Verfügung steht. Und ich glaube, ich kann mir auch gar kein P2P-Verfahren vorstellen, was eben nicht so funktionieren könnte. Das sind so die ersten Erfahrungen. Und ich glaube, Quid kommt dann auch ins Spiel. Und das ist natürlich auch durchaus unsere Strategie. Wir wollen mehr Kooperationspartner finden. Wir wollen auch international kooperieren. Wir wollen Quid durchaus auch als Basis nehmen, um für einen Ausbau in Richtung vielleicht P2B in diese Richtung dann zu gehen und diese Echtzeitzahlung und dieses, sag ich mal, diese sehr einfache Handhabung einer Zahlung, die der Kunde jetzt gewohnt ist, auch vielleicht auf Zahlprozesse im Handel, bei mobilen Händlern und so weiter auszuweiten. Also das ist nur der Anfang. Und da war Quid ein guter Start. Ich glaube aber ganz, ganz wesentlich, und das muss ja auch jedem bewusst sein, sowas ist kein Selbstläufer. Vielleicht haben Sie unsere Werbekampagne gesehen für Quid mit diesem Testimonial, diesem Kerl, der dann die Wand eingerannt hat, und Social-Media-Kampagnen und so weiter. Da ist richtig viel Kapital eingesetzt worden und nur dann funktioniert es auch. Das heißt, zu hoffen, dass man irgendwas Tolles entwickelt und das geht dann schon irgendwie, das ist zu kurz gesprungen. Man muss eben diese Innovationen, genau wie es auch Wettbewerber außerhalb der Bankensphäre mittlerweile verstärkt machen, sehr, sehr stark am Markt etablieren und bewerben. Dankeschön erstmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir magisch werden können, das schaffen wir nicht, aber eine TED-Umfrage würde ich jetzt mal einschieben, und zwar haben Sie alle diese Geräte jetzt auf Ihren Tischen liegen und es wird Ihnen jetzt eine Frage gestellt und jetzt sozusagen die Frage zur Wahrheit. Ich nehme an, in diesem Raum haben wir noch ganz gute Chancen, dass das einigermaßen, ich sag mal, aus unserer Sicht positiv ausfällt. Ich habe es hier auf Deutsch formuliert. Ich habe es so formuliert, wie es die Bankkunden auch vorfinden, als Echtzeitüberweisung, ein Instant Payment. Und die Frage ist, haben Sie schon mal eins gemacht? Und wenn ja, drücken Sie die 1, wenn nein, drücken Sie die 2. Ja, ich war gespannt, habe, wie gesagt, Sie schon als besondere Zielgruppe gesehen, aber auch in dieser besonderen Zielgruppe ist noch, wie sagt man so schön, Potenzial oder Luft nach oben. Das verdeutlicht all die Zahlen. Ich meine, jeder, der im Zahlungsverkehr, und hier kennen sich ja doch sehr viele ganz gut aus, wissen, die Zahlen, die wir jetzt genannt bekommen haben, sind schön, hoffnungsvoll, okay, aber im Vergleich zu dem, was sonst im Zahlungsverkehr täglich läuft, ist das noch nicht so sehr viel. Und insofern haben wir hier eigentlich dann schon ein ganz,
sagen wir mal, ein positives Ergebnis, weil ich habe immer im Kopf, was macht unser SEPA-Klärer, hat 16 Millionen am Tag und naja, da sieht man, wo noch Luft ist. Gut, Anwendungsfälle, wir hatten ja schon, also wie gesagt, P2P ist einer, der sicher meist zitiert wird, die Tochter an der Kinokasse, die das Geld dringend braucht, ist ein beliebter Fall, aber wie sieht die Realität aus, Frau Lauer, wo stellen Sie fest, werden Instant Payments am meisten genutzt? Das können also, Sie ja vielleicht erkennen. Ja, also beziehungsweise ich habe gestern auch nochmal nachgeschaut, ob irgendwas Besonderes ist oder mir was Neues auffällt. Aber ich kann eigentlich nicht bestätigen, dass es P2P-Zahlungen sind. Die sind sicherlich auch dabei. Aber der Großteil der Zahlungen ist wirklich die Bezahlung von Rechnung. Das heißt, jemand muss was bezahlen, hat vielleicht auch ein Zahlungsziel oder stellt vielleicht auch Samstag, Sonntag fest, huch, da habe ich was verschwitzt, jetzt mache ich doch schnell ein Instant Payment, dann zeige ich wenigstens, dass ich mich bemühe, schnellstmöglich zu zahlen. Und das tun nicht nur die Privatleute, sondern ich sehe es auch, dass Firmen auch ihre Rechnungen damit bezahlen. Also es ist schon irgendwo, ich will zu einem Zeitpunkt zahlen, ich will wissen, dass das Geld auf dem Konto des Empfängers angekommen ist und dann nütze ich das. Es ist einfach ein neues Produkt, es ist nicht die normale Überweisung, nur ein bisschen schneller, sondern es ist eben wirklich dieser Mehrwert, dass ich weiß, es ist angekommen und genau in der Sekunde, die ich selber bestimme. Und man sieht dann zum Beispiel auch, dass auch das ist was, was ich gestern mal zum ersten Mal so gesehen habe, vielleicht auch, weil es ja jetzt gerade Ultimo ist, dass kleine Mittelständler auch Gehälter durchaus schon mal mit Instant zahlen. Gehalt ist jetzt nicht unbedingt für mich der klassische Fall für Instant, aber eben, wenn ich wirklich nur, was weiß ich, 5 oder 10 Zahlungen zu machen habe, ist es sicherlich auch eine Alternative, wenn ich im Online-Banking das mache. Ich sehe auch viel, dass Reisen gezahlt werden. Das kennt wahrscheinlich jeder selber. Man will es sicher sein, dass die weiteren Unterlagen so schnell wie möglich kommen. Also mache ich ein Instant Payment. Also das sind so die klassischen Fälle, die ich sehe. Und natürlich auch das, was immer von Anfang an zitiert wurde, der klassische Autokauf, dass ich eben Bargeld vermeiden will, wo ich sonst, jeder glaube ich hat das irgendwann in seinem Leben schon mal gemacht, mit ein paar tausend Euro irgendwo hingefahren, weil man ein Auto abholen wollte oder man musste zweimal hin, weil man den Kfz-Schein halt erst bekommen hat, wenn das Geld da war und das ist jetzt was, wo Instant Payment genutzt werden und wo halt eventuell das mit 1, 2 Instant Payments gemacht wird, aber das ist ganz klar auch ein häufiger Use Case. Dankeschön. Können Sie das auch so bestätigen, Herr Weiß, wenn Sie jetzt nicht auf die Quitt-Zahlungen in Ihrer Gruppe gucken? Ja, bei uns sind ungefähr 1/5 der Transaktionen P2P, also wirklich Quitt-Zahlungen dann auch. Was auch noch ergänzend vielleicht gesagt werden kann, wir sehen auch, dass eben im Online-Bereich das sehr wohl genutzt wird, sowas wie eBay-Kleinanzeigen, dass man, ich habe das persönlich mal erlebt, dass ich eine Ware irgendwo gekauft habe, ich glaube im Frankfurter Raum von Berlin aus und ich habe mit dem noch telefoniert und ich als Insider sehe natürlich, wo der das Konto hat und dass das gegebenenfalls auch schon fähig ist, eben Instant zu empfangen und in der Sekunde, wo der noch mit mir redet, sagte das Geld, ich sage, gucken Sie mal aufs Konto, ist schon da. Ne? Und das war schon eine tolle Situation, wo ich selber eben auch gemerkt habe, Mensch, da ist ein Use Case, das ist super interessant. Und in dem Moment konnte er die Ware schon versenden. Ne? Also ist vielleicht ein Randbereich, aber das wäre nochmal ergänzend. Das sind die Situationen, wo das wirklich dann auch zieht, dieses Zahlungsinstrument. Und also Sie haben jetzt den Onlinehandel zitiert, also diesen magischen Fall, aber gibt es, da sehen Sie auch Chancen für den POS? Instant am POS ist ja auch ein Thema, was wird ja gerade diskutiert. Ich meine, es wurde heute ja auch schon angerissen, das Thema.
Es ist natürlich naheliegend zu sagen, wo kann man eben, ich glaube, gerade Instant Payment, wenn ich das in den europäischen Gremien so sehe, ist ein Impulsgeber, eben vielleicht die Infrastrukturen zu überdenken und neue Akzente da zu setzen. Aber es gilt natürlich genau das, was eben heute Morgen auch gesagt wurde, da muss ein Mehrwert da sein, eine 1-zu-1-Umsetzung per se wird wahrscheinlich nicht so prickelnd sein und es muss natürlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell da sein. Ich denke mal, wenn das gegeben ist, ich habe dann auch gehört, die neuesten Dimensionen oder die größten Dimensionen wären, dass wir zum Beispiel kein weltweit nicht mehr auf ein Co-Branding angewiesen sind, wenn wir europaweit einheitlich handeln. Das sind ja genau diese, sage ich mal, Impulsgeber, wo wir sagen, da in diese Richtung könnte schon gehen. Eins ist aber auch klar, und das klang heute Morgen auch an, wir haben in Deutschland, sind natürlich ein bisschen verwöhnt, wir haben das Girocard-Verfahren, sehr hohe Akzeptanz, sehr hohe Zuwachsraten in den letzten Jahren gerade, verdrängt immer mehr das EFV-Verfahren, also sehr erfolgreich und da ist natürlich guter Rat teuer, vielleicht sich einer Lösung dann eben in eine Lösung zu gehen, die mindestens genauso gut sein muss, aber auch in dementsprechender, da werden Investments durchaus erforderlich sein, die sich amortisieren müssen. Das sind ja genau diese ökonomischen Aspekte und das Thema Convenience, auch Laufsicherheit, Sicherheit per se, das sind ja die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Ich glaube, wenn man in diese Richtung denkt und wenn man da ein Paket schnürt, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir zu einheitlichen Verfahren auf Instant-Payment-Basis kommen. Mhm. Und ich glaube, die Eber-Clearing hat auch schon nachgedacht über Online-Handel und wie kann das aussehen, wenn der Zahlungsempfänger die Sache startet? Ja, haben wir. Also haben wir hier vielleicht ein Beispiel vom Zieleffekt, was wir vorher gesehen haben bei Magier. Also die Idee hier ist ein Request to Pay und es gilt als wichtiger Puzzleteil oder Missing Link, die verzaubert werden kann. Und das machen wir zusammen mit unseren Benutzern. Und es kann den Weg zum Instant Payments ebnen und auch das Entwickeln von Kundenprodukten erleichtern. Request-to-Pay ist eine standardisierte Zahlungsaufforderung, also auf ISO 20022 basiert. Also der Begünstigte, also zum Beispiel ein Händler, kann den Zahlungsprozess direkt anstoßen. Damit können Echtzeitzahlungen zum Beispiel besser in den Verkaufsprozess integriert werden. Wir sehen das also Anwendungsfälle hier beim elektronischen Rechnungsprozess, aber auch beim Point of Sale oder Online-Handel. Es ist produktagnostisch, also kann für alles benutzt werden im Prinzip. Es gibt auch heute, also lokal in den Ländern in der EU, eine Reihe von nationalen Lösungen, die sowas machen oder nur zum Teil machen. Aber hier ist die Idee, paneuropäische etwas anzubieten. Und wir sehen das als Bindeglied zwischen diese verschiedenen Endkundelösungen in den Ländern. Zu diesem Schluss, dass das sowas gebraucht werden kann, sind wir zusammen mit einem Taskforce von 30 Teilnehmern aus 14 Ländern gekommen. Und wir sind daran, ein Blueprint zu schreiben. Und hoffentlich können wir in den nächsten Wochen mehr dazu sagen. Dann noch mal die Frage, die heute Morgen vielleicht schon einigen auf den Lippen brannte. Herr Mersch hat ja auch von Tipps gesprochen und da ist dann die Frage, wir hören, es gibt ein Clearing-System, was paneuropäisch da ist. Wo genau setzt Tipps ein oder wo sind die Vorteile? Was ergänzt Tipps in der ganzen Szenerie von Instant Payments? Ja, also TIPS erreicht also nun paneuropäisch alle Banken, also nicht die Mehrzahl, sondern alle. Also der Voraussetzung ist, es ist ja ein Teil unserer Target-Familie. Das heißt, alle Target-Teilnehmer können potenziell auch dann eben TIPS-Teilnehmer werden. Und unsere Erwartungshaltung ist natürlich, dass das auch weitgehend der Fall sein sollte und wird. Insofern hat man halt eben da eine paneuropäische Gesamtabdeckung. Daneben hat TIPS natürlich die Vorteile eben als Teil der Target-Familie, Settlement in Zentralbankgeld. Das heißt, wir haben also auch, ich sag mal, in dem
in einem Instant-Transaktionsfall ein sofortiges Settlement. Stellt sich dann natürlich die Frage, wofür ist dann Clearing notwendig, wenn man ein Instant-Settlement generieren kann. Es bietet natürlich eben auch über die Vorteile aus der Target-Familie, wie gesagt, wiederum das Liquiditätsmanagement. Man hat alles, die gesamte Liquidität unter, in einem Dach. Das wird noch verbessert weiterhin. Das kam heute auch schon mal durch in der Konsolidierung von Target 2, T2S. Und natürlich über diese Schiene ergibt sich natürlich auch dann die Vorteile eben von Settlement über das Zentralbankkonto, was dann eben auch Teil der Mindestreserveverpflichtungserfüllung sein wird. Also insofern denke ich mal, bietet eben TIPS viele Vorteile. Originär für uns war halt eben das politische Ziel umzusetzen, dass wir halt eben ein Instrument, was zukunftsorientiert ist, anbieten können, wo man eben auch paneuropäisch alle erreichen kann. Und das war also mit einer der Hauptzielsetzungen. Gut, wahrscheinlich, ja, also es ist auf dem Weg. Ich würde jetzt nochmal eine TED-Frage stellen wollen, die jetzt sich weniger auf das Clearing und Settlement bezieht, sondern dann auch eher wieder aus dem sozusagen privaten Nutzerumfeld kommt. Und zwar, wir hatten Use Cases, und wenn Sie überlegen, gab es schon mal eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie gedacht haben, jetzt hätte ich gerne Instant Payments beziehungsweise würde eine Echtzeitüberweisung starten. Sie drücken wieder die Geräte. In dem Fall, wenn Sie das Bedürfnis noch nie hatten, müssen Sie bis zu Position 4 fortschreiten, und sonst, ja, bin gespannt. Also noch nie ist dann doch relativ viel, aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Reaktion darauf, dass man das nicht kennt und dann die Fantasie vielleicht nicht so weit geht, wie das der Herr Friedrich vorher so beschrieben hat, sondern dass man das dann eigentlich schon vermieden hat zu denken. Ja, Zahlen einer dringenden Rechnung, das deckt sich also genau mit dem, was Sie auch beobachten. Und gut, der Gebrauchtwagenkauf kommt sicher auch vor, aber ich denke, die meisten sind da vielleicht nicht so aktiv, dass ihnen das dauernd einfällt. Ja, die letzte Runde nochmal. Wir haben jetzt so ein bisschen das Bild. Da ist jetzt die Frage, wie wird sich Instant Payments entwickeln? Wie wird es in Zukunft aussehen? Da gehe ich nochmal zu Eva Clearing und nochmal, wir hatten TIPS vorhin nochmal skizziert bekommen, und da ist dann die Frage, wie stellen Sie sich jetzt Sie sagen ja immer, Sie sind die paneuropäische Infrastruktur, wie soll das Zusammenspiel zwischen den beiden, die wir dann haben, RT1 und TIPS, laufen, und wie ist dann auch die Kooperation mit den anderen Clearing-Systemen, die wir haben jetzt in Ländern, in Deutschland ist das aber in anderen Ländern gibt es ja nationale Clearing-Systeme, TED oder IBAPay beispielsweise. Danke. Also obwohl die EZB glaubt, dass es keine Clearing mehr gebraucht wird, es wird gebraucht und benutzt noch. Und ich würde sagen, dass TIPS und RT1 analog zu Target 2 und Euro 1 komplementär sind. Und die bieten also unterschiedliche, aber ähnliche Angebote. Und wir werden alles weiterhin tun, was in unseren Kräften steht, um diese noch bequem, diese simultane Benutzung zu unterstützen. Und wir haben die TIPS Instructing Party auf RT1 gebaut, und das seit dem Anfang an live. Und ja, also wie gesagt, wir machen alles, um das unsere Kunden dann zu erleichtern. Würde auch sagen, dass obwohl es diese andere nationale Clearing-Systeme gäbe, wir sind von Anfang an mit einigen schon live, mit IBAPay seit November 2017, also läuft das reibungslos,
und schneller als auch EBP gedacht hat, dazumals. Also fast alles unter 3 Sekunden, also end-to-end, auch von Spanien nach Lettland. Und das funktioniert sehr, sehr gut, kann ich sagen. In den nächsten Monaten werden wir dann auch andere Länder dazu bringen, Frankreich und Niederlande, Belgien, und das läuft sehr gut. Also ich kann auch sagen, dass die ersten 18 Monate waren nur die Aufwärmphase. Also wie ich gesagt habe am Anfang, Tendenz ist rapid steigend, sogar also exponentiell, und im Vergleich, also im Quervergleich, was wir im SCT verarbeiten, ist ein Bruchteil noch, aber es wächst sehr, sehr schnell. Dankeschön. Ja, Frau Lauer, was würden Sie sich, sag mal, Sie sind ja schon auf, also wir, Fachkreise, und ich würde mal sagen, die sitzen vor uns, kennen Sie ja mit dem Instant Payments Projekt für die UniCredit, und es ist irgendwo ein bisschen Ihr Baby. Wann, glauben Sie, ist es aus dem, aus den Kinderschuhen raus, wenn es in den Kinderschuhen überhaupt schon steckt? Doch, ich würde sagen, das zweite Paar Schuhe haben wir schon gekauft, aber es wird noch einige brauchen. Ja, es sind da noch einige Punkte, die sind halt noch nicht optimal. Ich fange mal bei der Erreichbarkeit an, schon alleine nur in Deutschland. In Deutschland sind noch nicht alle Institute erreichbar. Wir haben vorhin gesehen, dringende Rechnungen, und das ist mir jetzt selber mal ergangen. Ich wollte eine Arztrechnung zahlen, wo ich schon zu spät dran war. Leider war die Bank nicht erreichbar. Also wir haben zwar schon eine hohe Erreichbarkeit, aber immer noch nicht alle. Und dann auch das andere Ergebnis, dass noch nicht alle es machen wollten, liegt daran, dass ja auch noch nicht alle Banken es aktiv anbieten. Also es gibt Institute, die erreichen oder stellen erstmal die Erreichbarkeit sicher, aber ermöglicht es ihren Kunden noch nicht. Und damit das wirklich als the new normal mal irgendwann gilt, muss es ein Produkt sein, was alternativ zur Überweisung, zur normalen SEPA-Überweisung zur Verfügung steht, die gleichen Services auch bietet. Also da komme ich dann auch zu den Firmenkunden hin. Der Firmenkunde will nicht nur eine Einzelzahlung machen, der Firmenkunde will ein Bulk-File einreichen, er möchte aber auch Sammelbuchungen haben. Also all das, was wir für SEPA gebaut haben, muss auch für Instant Payments zur Verfügung stehen als Produkt. Nur eben mit dem zusätzlichen, dass ich 24x7, 365 mit sofortiger Gewissheit das in 10 Sekunden dann auch habe. Und für die Firmenkunden ist natürlich auch noch ein Hindernis der Maximalbetrag mit 15.000 Euro pro Transaktion. Das hören wir immer wieder, das war eine große Enttäuschung, dass das jetzt im November nicht erhöht wird. Also das würde die Use Cases für den Firmenkunden schon nochmal sehr verbreitern und eben auch zum Beispiel für Liquiditätsmanagement, dass da Instant Payment dann auch in Erwägung gezogen werden. Dankeschön, Frau Lauer, wobei diese 100.000, also diese 15.000 Euro Grenze, da gibt es doch jetzt wieder Gerüchte, zumindest sind mir die zu Ohren gekommen, dass dann zumindest im nächsten Anlauf da es vielleicht auf 100.000 hochgehen soll. Ja, also ich meine, es gibt ja auch bei EBA Clearing die Möglichkeit, Usergruppen zu bilden und dann ohne Maximalbetrag zu arbeiten. Das überlegen wir natürlich jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass es eben unerwarteterweise jetzt nicht zu der Erhöhung kam, ob man noch ein Jahr warten kann. Ja, ich meine, 100.000 ist jetzt auch noch nicht wirklich so viel, aber ein Schritt in die richtige Richtung zumindest. Ja. Und ich meine, so eine User Group haben ja, soweit ich weiß, auch die Banken in den Niederlanden gegründet, und die wollen es ja jetzt wirklich zum New Normal machen. Warum sind wir da in Deutschland so zögerlich oder verhalten, Herr Weiß? Ja, es hängt natürlich ein Stück weit damit zusammen mit der Reachability, das ist ganz klar. New Normal kann ja nur funktionieren, wenn alle dabei sind. Dann wird es erst zum New Normal, genau was Frau Lauer auch sagte, das Thema des Sammlers, da arbeiten wir zum Beispiel sehr hart dran,
dass wir das umsetzen. Das muss erstmal alles erreicht werden. Ich finde aber dieses Thema der Kundenkomponente, also ich wundere mich schon so ein bisschen, dass die Holländer jetzt sagen, wir machen das zum New Normal, wenn wir zeitgleich in der Sparkassenfinanzgruppe zum Beispiel Kundenumfragen machen und wirklich Direktkunden und zwar sehr repräsentativ befragen. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eine Differenzierung? Wollt ihr jetzt wirklich alles auf Echtzeit? Natürlich ist das auch immer unter der Fragestellung oder dem Oberbegriff Bepreisung oder nicht, das ist mir auch sehr bewusst, aber die meisten Kunden haben gesagt, eigentlich D+1, was wir jetzt im SEPA-SCT-Umfeld haben, reicht uns im Allgemeinen, da sehen wir überhaupt gar keinen großen Bedarf, dass das schneller läuft und wir sehen es als differenzierte Leistung eigentlich in dem Sinne auch als vernünftig an, in diesen Weg zu gehen. Das heißt, es gibt wirklich in dem Sinne und ein bisschen zeigen das hier die Umfragen, glaube ich auch, obwohl das vielleicht nicht ganz repräsentativ ist, aber es zeigt schon, dass die Kunden sehr wohl differenzieren, dass sie das nicht unbedingt als New Normal brauchen, was nicht ausschließt, dass wir irgendwann in diese Richtung natürlich kommen. Also, aber ich glaube, wenn die Niederländer diesen Weg gehen, ist das deren Weg. Wir haben gesagt, wir wollen differenzieren. Es gibt ja bei uns auch zum Beispiel Institute in der Gruppe, die sagen, wir machen das wirklich als, genauso in den gleichen Konditionen wie eben auch ein SCT. Andere machen es nicht. Ich finde das eigentlich in Ordnung. Das ist ja auch ein Wettbewerbsthema. Ja gut, wobei ich mal bei diesen Kundenumfragen, wenn Sie einen fragen, hätten Sie das gerne so? Also ich meine, wenn Sie Leute gefragt hätten in Zeiten, wo es nur Festnetztelefone gab, finden Sie es wichtig, jetzt jederzeit ein Handy? Also wenn Sie mich da gefragt hätten, ich dann, nee, brauche ich ja nicht. Ne? Ja, also man richtet sich dann auch so ein und kann es sich, und wenn es dann kommt, dann verändert man auch sein Verhalten. Aber Frau Lauer, Sie haben was auf den Lippen. Nee, genau dasselbe wollte ich nämlich auch sagen. Also wer hat früher gedacht, dass man ein Tablet braucht? Ich weiß auch, wie ich mein erstes Tablet gekauft habe, ich gedacht, naja, guckst du mal, alle sagen, man braucht sowas, aber wozu? Jetzt ist man ja kein Mensch mehr ohne Tablet. Und, Entschuldigung, wenn jetzt irgendeiner keins hat, aber ich glaube es fast nicht. auf der anderen Seite gibt es auch Dienste, die eben ein Instant Payment für notwendig haben, Streaming-Dienste, wo ich irgendwie, ich will jetzt das Champions League-Finale, will ich unbedingt sehen und ich habe keine Kreditkarte. Ja, dann brauche ich irgendwas und diese Dienste werden zunehmen, meines Erachtens, auch mit IoT und so weiter. Ich brauche einfach eine schnelle Möglichkeit zu zahlen, eine Alternative noch und das kann Instant Payment sein. Ja, die dritte und letzte TED-Umfrage, TED heißt das Ding ja auch, ne? In der, also mit dem kleinen Gerät wieder, die Frage ans Publikum, wie gesagt, wie wird es in Zukunft aussehen? Welche Rolle werden Instant Payments in 5 Jahren spielen? Was glauben Sie, werden Sie A, das, erstens das neue New Normal, also das New Normal, oder wird es sie geben, aber sie sind so weiterhin eben ja so im Notfall das Premium-Produkt oder das Ganze wird sich irgendwie erledigen? Wie ist Ihre Einschätzung? Diesmal bis 3. Ist klar. Okay, ja. Doch eine recht klare Erwartungshaltung, also es geht nicht mehr weg, würde ich sagen, das Instant Payments, das ist auch die Meinung hier im Saal. Ja, aber die Idee, dass es vielleicht doch nicht das Standard wird, ist dann keine Minderheitenmeinung, muss man sagen. Ja, so die letzte Frage zum Thema Instant Payments würde ich dann gerne an die EZB nochmal stellen. Was sagen Sie, wie soll es damit weitergehen? Also insofern, also das Ergebnis der Umfrage spiegelt auch so ziemlich, ich sag mal, unsere Erwartungshaltung wider, dass wir schon davon ausgehen, dass Instant das New Normal wird. Ich weiß jetzt nicht, wer bei den Kundenumfragen alles berücksichtigt wurde. Das Kommunikationsproblem haben wir heute und ich sag mal, die Politik in der jüngsten Vergangenheit ja auch schon mal diskutiert. Die jüngere Generation, bin ich sicher überzeugt, für die ist Realtime alles sofort, auch Zahlen wird für die normal sein.
Insofern wünschen wir uns natürlich, dass die Banken diese Herausforderungen annehmen und ich sag mal strategisch orientiert in die Zukunft blicken. Natürlich ergeben sich da Herausforderungen, weil die Frage ist, welche Zahlungen wird man eben instant abwickeln in der Zukunft. Cash, denke ich mal, werden die Banken gerne über instant abgewickelt sehen. Ich glaube, ein Teil der Zurückhaltung heute bei den Banken ergibt sich auch dadurch, dass man da vielleicht das Kartengeschäft penetriert. Aber ich denke mal, man muss sich auch überlegen, wen, was ist die, nicht nur die Zielgruppe, sondern was ist die Konkurrenz, über die wir reden. Und da glaube ich, das hatten wir in dem Panel vorher, ist unseres Erachtens bietet das also eine gute Möglichkeit, halt eben auch gegenüber den Plattformen Lösungen anzubieten, die eben in User Convenience dann auch das bieten, was die Nutzer erwarten, insbesondere eben die jüngere Generation. Und da sind dann die Banken auch gefordert, und das würden wir uns erhoffen, dass es da eben intelligente Lösungen gibt, Angebote, die halt eben die Nutzerbedürfnisse dann auch befriedigen, zukunftsgerichtet, paneuropäisch ausgerichtet sind, denn ich sag mal, das Thema, also dieser Flickenteppich, der heute schon mal angesprochen wurde, den sollte man doch für zukunftsgerichtete Lösungen versuchen zu vermeiden. Insofern, ich sag mal, sind dann paneuropäische Lösungen, sei es jetzt im P2P-Bereich oder POS, POI, halte ich für sehr wichtig. Da denke ich mal, ist das Argument grenzüberschreitender Transaktionen auch viel präsenter. Also im E-Commerce reden wir über 20% der Transaktionen, die grenzüberschreitend abgewickelt werden. Da sollte man also sich entsprechend aufstellen, dass man halt eben für den Wettbewerb in der Zukunft präpariert ist und aufgestellt ist. Und da würden wir gerne sehen, dass da der europäische Markt dann auch in diese Richtung gemeinsam marschiert und dass wir eine gemeinsame europäische Lösung in dieser Frage dann hinbekommen. Dankeschön, Herr Wackett. Danke an die anderen Teilnehmer. Also Sie sehen, wir setzen auf den Markt, dass wir europäische Lösungen hinkriegen. Dankeschön.